Im November fand der erste Ehrenamtsabend des Landkreis Würzburg statt. Der Abend bildete den feierlichen Rahmen für die Vergabe der ersten Ehrenamtskarten im Landkreis. Mit der Ehrenamtskarte erhalten ehrenamtlich tätige Menschen bei vielen Stellen im Landkreis Vergünstigungen und Rabatte, zum Beispiel bei der Volkshochschule, in Kinos, Diskotheken und Schwimmbädern. Landrat Eberhard Nuss betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts. Unsere Gesellschaft sagt Danke, weil sie weiß, ohne Ehrenamt und ohne Ehrenamtliche ist vieles in unserem Staat nicht mehr möglich. Unser Land wäre um ein großes Stück an Menschlichkeit ärmer. Auch die Landtagspräsidentin Barbara Stamm lobte das unbezahlte Engagement der vielen Ehrenamtlichen. Unsere Gesellschaft, ob in ländlichen Räumen, ob in der Stadt, lebt von diesem freiwilligen Handeln. Denn Ehrenamt steht für Solidarität. Das Ehrenamt steht für ein Miteinander, für ein Füreinander. Und das hält letztlich unsere Gesellschaft zusammen. Am Ehrenamtsabend zeigten die Mitwirkenden, wie vielfältig Ehrenamt sein kann. Von Live-Musik über Rollstuhltanz bis hin zu Zirkusakrobatik wurde alles geboten. Die erste Ehrenamtskarte verlieh Landrat Eberhard Nuss zusammen mit Schwimmweltmeister Thomas Lurz. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank und alles, alles Gute! Am Ende des Abends zog Carsten Hackel, der Verantwortliche für die Vergabe der Ehrenamtskarten, ein positives Fazit. Der Abend ist für uns sehr positiv verlaufen. Die Leute sind zufrieden nach Hause gegangen. Das Programm hat gefallen und ich habe sehr viel positive Resonanz feststellen können. Der nächste Ehrenamtsabend ist für März 2012 geplant.